Figur, wie hältst du dich in Form? Tja, also ich hatte eigentlich immer das Glück, dass meine Figur sich selbst in Form gehalten hat. Also ich habe in der Kindheit zwar relativ viel Sport gemacht, aber es war nie so, also zumindest da halt nie in dem Bewusstsein, du musst dich fit halten, du musst auf deine Figur achten oder so. Dieses Bewusstsein entwickelt sich natürlich später erst. Wobei das bei mir nie der Anreiz war, weil ich von der Figur her war es eigentlich immer in Ordnung. Ich habe nie speziell dafür irgendwie was gemacht. Mittlerweile ist es halt so, dass ich meinen Hip-Hop-Tanzen einmal die Woche machen kann, weil wenn überhaupt, so, das wollte ich sagen. Ich mache natürlich auch nicht immer so viel Sport in der Uni, also die Praxiskurse sind natürlich nicht überwiegend, aber ja. Was ich entdeckt habe in der letzten Zeit oder ist Bodyrock. Das sind 12 Minuten hochintensive Workouts. Das sind 50 Sekunden Vollpowern, eine Übung, 10 Sekunden Pause, Übergang zur nächsten, 50 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Und da muss man dann wirklich immer alles geben. Und das theoretisch wollte ich das wohl machen, mache es im Moment aber nicht mehr. Ja, also so wie es immer ist, irgendwie, also. Das wäre sowas, was ich für mich machen könnte, was ich auch sinnvoll finde, wo viele sehr gute Ergebnisse mit haben. Ich schreibe euch die Seite mal unten mit in die Infobox. Die ganzen Videos etc., Anleitungen, die sind alle frei, kann man so mitmachen. Es werden täglich, zumindest beinahe täglich, neue Videos hochgeladen. Es gibt schon einen ganzen Grundstock an unterschiedlichen Sachen. Es gibt auch Ernährungstipps, also was das Essen angeht etc. Super gut gemacht. Richtig, richtig gut. Lisa und Sean nennen die sich. Also Lisa Marie macht die Workouts. Die haben mittlerweile Yoga mit dabei, sowas. Also es ist viel dabei. Sean macht dann halt eher so diese gewichtlastigen Sachen. Das kann man sich dann aussuchen. Und man muss, also ich habe hier in meinem Zimmer wirklich nicht viel Platz. Das habt ihr gesehen bei der Roomtour. Und selbst hier habe ich es geschafft, diese Bodyrock-Workouts zu machen. Ist natürlich schöner, wenn man ein bisschen mehr Platz hat, wenn man die entsprechenden Utensilien hat, die ich aber auch nicht hatte. Also es gibt so ein Sandbag, da wurde immer einiges mitgemacht. Und yo. Aber ich halte mich halt nicht großartig fit. Ich esse auch nicht irgendwie, ich bin ziemlich Süßigkeiten Fanat, also ich esse relativ viele Süßigkeiten. Ich mache mir dann auch, also anstatt dann wirklich was Ordentliches zu essen oder so, knabber ich dann irgendwie den ganzen Tag so ein bisschen was. Daher, ich esse auch nicht nur Salat oder nur gesund und keine Ahnung, also es war bei mir wirklich, es ist Veranlagung einfach, dass es von der Figur her passt. Und dadurch, dass ich halt immer irgendwie, also ich denke schon, dass das was damit zu tun hatte, dass ich immer Sport gemacht habe eigentlich schon. Dass es daher kam. Aber gut, das kann man so genau natürlich jetzt auch nicht sagen. Ja, soweit zu Sport und Ernährung. Ich glaube, das muss ich irgendwann mal splitten, das Video. Also es kann sein, dass es jetzt schon der zweite Teil ist. Ansonsten kommt der jetzt. das nächste ist YouTube. Wie bist du dazu gekommen? Ja, wie gesagt, ich bin vor anderthalb Jahren habe ich angefangen, also Ende 2010. Und wie ich dazu gekommen bin, ich habe in meiner Abi-Phase, also kurz vorm Abi, habe ich irgendwann entdeckt, dass es diese Beauty-Videos gibt auf YouTube. Und ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Frag mich nicht. Auf jeden Fall, wie heißen die? Eine habe ich gesehen, das war eine amerikanische YouTuberin, eine Asiatin, die immer Augen-Make-ups geschminkt hat. Und fand ich total genial. Und das waren so viele bunte Farben und alles so genial. Und irgendwie dachte ich dann, guckst du dir mal weiter an. Und habe wirklich immer weiter geguckt. Und irgendwann dachte ich so, oh, das musst du auch mal ausprobieren. Aber ich hatte ja nichts. Ich hatte wirklich, also ich hatte, glaube ich, eine Foundation, die farblich überhaupt nicht gepasst hat, eine Mascara. Und einen Kajalstift. Ich glaube, das war's. Ich hatte noch nicht mal Pinsel oder so. Ich hatte, glaube ich, noch nicht mal eine Tagescreme oder so. Nee. Das war's auf jeden Fall. Vielleicht hatte ich einen Puder oder so. Das kann sein. Naja, auf jeden Fall kam dann irgendwann der ganze Mist halt dazu. Auf jeden Fall habe ich mir dann von zu Eva diese bunten Paletten bestellt. Eine matte, eine schimmernde. Und habe angefangen, damit irgendwelche Sachen zu machen. Und das war katastrophal am Anfang.
hatte keine Ahnung, wie man sich schminkt. Ich hatte natürlich auch keine Pinsel oder so, wo ich finde, das ist echt essentiell. Wenn man Pinsel hat, die einfach, es müssen nicht wirklich hochwertige Pinsel sein, aber wenn man unterschiedliche Formen hat, kann man schon viel mehr machen. Wenn man Blendepinsel hat und so, da kann man einfach viel mehr mitmachen und das entwickelt sich dann mit der Zeit. Ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Es hat angefangen mit 2 Lidschattenpaletten eigentlich, die ich mittlerweile gar nicht mehr benutze, weil so viele bunte, ich benutze ja nicht so viel bunt auf den Augen, das sind dann eher meistens neutrale Töne. Wenn es hochkommt, mal ein dunkelgrün, blau oder so, vielleicht sowas die Richtung, aber das war es dann auch schon. Wie lange ich es schon mache, habe ich ja gerade gesagt, 1,5 Jahre bin ich jetzt so dabei. Welche YouTuber würdest du gerne treffen? Also, von den Deutschen habe ich ja schon so ein paar getroffen. Da, wen ich wirklich gerne mag von den deutschen YouTubern, ist Andrea, also 007 Morgenstern, Miss Sophie, Diana, wen habe ich denn noch? Oh, jetzt vergesse ich bestimmt. Fashion Attitudes, wer habe ich denn noch? Oh Mann. Ich schreibe euch noch ein paar unten mit rein, das kann ja auch so ein kleines Empfehlungsding werden. Von den amerikanischen gucke ich, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich viel amerikanische. Das hat sich so ein bisschen umgeschoben, eher zu den englischen. Ich muss mal gucken. Ich habe früher viel Kenny Johnson und so geguckt, aber das hat sich irgendwie alles wegentwickelt davon. Das sind, wie gesagt, hauptsächlich englische mittlerweile, britische. Beauty Crush finde ich gut, natürlich Lisa Eldridge, Pixie Wu, die beiden Schwestern. Das sind dann aber natürlich auch Make-up-Artists. Wen gucke ich denn noch so? Wen sehe ich hier denn noch so? Nia Sass, hatte ich ja gerade schon gesagt. Dann, wie heißt sie? Ich schreibe euch das alles noch unten mit in die Infobox rein, so ein paar Namen, die mir noch einfallen. Und weiter geht's. Das war's, glaube ich, so auch schon zu YouTube. Ich filme mit einer Canon PowerShot SX210 IS. Die habe ich mir irgendwann mal geholt mit dem Gedanken anzufangen. Habe die dann wirklich lange gehabt, bevor ich überhaupt mich mal vor die Kamera gesetzt habe. Wie es angefangen hat, oh, das weiß ich jetzt gerade noch. Die besagte YouTuberin, bei der ich diese Augen-Make-ups gesehen habe, hat irgendwann mal einen Contest gemacht. Und ich dachte, oh, was die kann ich auch. Und hatte irgendeinen Look von ihr nachgeschminkt. Und das mit meiner Handykamera aufgenommen und online gestellt. Und oh, ja, es war einfach ultra peinlich, weil es auch auf Englisch war. Und ich in dem Moment natürlich Englisch noch nicht so wirklich bewandert war. Es war zwar 12., 13. Klasse, aber irgendwie hast du da noch nicht so den Einblick. Meine Englischkenntnisse haben sich übrigens auch über YouTube total verbessert. Also Hörverständnis hat sich unglaublich verbessert. Also einfach sich mal englische Videos, Filme anzugucken, vielleicht mal ein englisches Buch zu lesen, das hilft euch so viel. Das hilft mehr als irgendwelche Vokabeln lernen oder sonstiges, sondern einfach in diese englische Sprache reinkommen, Hörverständnis entwickeln. Und dadurch entwickelt sich automatisch euer Wortschatz weiter. Wenn ihr die Verknüpfung habt, was einfacher ist bei Videos oder Filmen, ihr habt diese Verknüpfung direkt, ihr habt die Handlung und ihr wisst, worüber die reden und holt euch dann, wenn ihr Sachen nicht versteht, das ist ja auch gar nicht schlimmer am Anfang, aber man holt sich so viel aus dem Kontext heraus einfach. Und umso öfter man Sachen hört und die Sachen immer wieder wiederholt werden, bestimmte Wörter für irgendwas, das schleicht sich dann irgendwann ein und ihr versteht es einfach. Egal welches Alter ihr seid, fangt an, euch diese Videos auf Englisch anzugucken. Nicht nur die deutschen, sondern einfach englische Videos. Und gerade bei Tutorials oder so ist es gar nicht so wichtig, unbedingt genau zu verstehen, was gemacht wird, um diesen Prozess nachvollziehen zu können. Wie muss ich schminken? Aber ihr hört dann das Englische mit dabei und dadurch verbessert sich das so unglaublich. Also das ist wirklich YouTube geschuldet. Ja, wo war ich denn jetzt? Genau, auf jeden Fall hatte sie diesen Contest und da war, wie gesagt, Englisch noch nicht so gut. Und wenn du dich dann da vor die Kamera sitzt und das erzählen sollst, dann ist natürlich nochmal so doof. Und ja, auf jeden Fall hat es damit eigentlich angefangen. Es hat dann nochmal wirklich lange gedauert, bis ich selber dann gesagt habe, okay, ich fange jetzt an. Habe dann mir irgendwann diesen Namen entwickelt, halt Style the Cat. Ich weiß auch nicht mehr wirklich, wie ich da drauf gekommen bin. Es war einfach, weil mein Spitzname war Kitty oft. Also eine Zeit lang war es wirklich Kitty. Wo das herkam, weiß ich jetzt auch nicht mehr so wirklich. Cut war oft, das war aber wirklich Anfang des Gymnasiums.
also 7., 8. Klasse, da war es Kat. Und darüber hat sich halt Cat, Kitty und so, das war halt so die Richtung. Davon bin ich mittlerweile Gott sei Dank auch ab. Auf jeden Fall hat sich das irgendwie, ich wusste, es war irgendwas mit Style und so, fand ich ganz cool. Und ja, daraus kam dann halt Style the Cat, weil Cat in Beziehung dann auf mich oder in Bezug auf mich und ja, alles ein bisschen weit hergeholt. Aber ich finde, das hat sich soweit ganz gut etabliert. Es ist relativ kurz, also nicht so ganz umständlich. Ja. So, Sonstiges. Das ist auch schon, glaube ich, die letzte Kategorie. In welches Land oder Stadt würdest du gerne reisen? Ja, jetzt erstmal steht natürlich Sydney an, als mein Auslandsaufenthalt, was ich für mein Englischstudium machen muss. Das sind 3 Monate, die ich dann dort verbringen werde in einer Familie und ja, werde mir mal den Teil von Australien so ein bisschen angucken. Also Sydney ist dann schon mal abgedeckt. Ich würde natürlich gerne New York, London war ich noch nicht. Das sind halt alles so Städte, so diese großen Städte, wo einfach so viel drinsteckt, so wo man so diese typischen Reiseorte auch irgendwie und da möchte ich auf jeden Fall gerne mal hin. Urlaubstechnisch jetzt zum Beispiel bin ich hauptsächlich, ich glaube, ach so, ich habe jetzt einige Sachen von meiner Nahe zur Person ein bisschen ausgelassen. Naja, auf jeden Fall, ah shit, wo war ich? Urlaubstechnisch, genau, waren wir oft in Frankreich campen. Also ich bin aufgewachsen mit Campen, ich war nie in einem Hotel oder so. Das kam dann erst später mit meiner Abi-Reise und wo ich dann selber mal irgendwann, ich war dann irgendwann mal in der Türkei, wo ich sagen muss, das ist jetzt nicht so unbedingt meins. Wir sind halt wirklich oft nach Frankreich gefahren, waren dann da 3 Wochen in meinem Urlaub an der Atlantikküste und es war super genial. Wir waren direkt am Strand auf einem Campingplatz und das war immer so meins. Da habe ich mich immer wohl gefühlt irgendwie. Und ansonsten urlaubstechnisch glaube ich, dass es auch eher für mich in Richtung Campen wieder irgendwann gehen wird. Ich kann es nicht genau sagen, aber dieser Hotelurlaub ist mal schön, aber für mich selber nicht so entspannt, wie wenn ich auf den Campingplatz fahre. Ja, peinlichste Situation. Keine Ahnung. Da gibt es so viele, glaube ich. Also ich glaube, es gibt wirklich viele. Peinlich finde ich es, glaube ich, immer, wenn man... das ist schon wirklich lange her. Aber wenn man... ich war, glaube ich, 13 oder so und bin aus dem Bus gekommen morgens zur Schule und bin auf eine zugelaufen, die wirklich wesentlich älter war als ich, die ich aber vom Reiten kannte. Und sie ist auf mich zugelaufen und hat anscheinend mir gewunken. Und ich natürlich am Lachen und zurückgewunken und... sie nur so, hi, ja, und ging dann an mir vorbei und es war in dem Moment natürlich total voll und irgendwie waren auch Freundinnen von mir dabei und das war natürlich irgendwie echt uncool und das habe ich immer noch so im Kopf, obwohl es einfach schon ewig lange her ist. Das ist jetzt nicht so wirklich ultra peinlich, aber das sind dann so Sachen, die halt irgendwie im Kopf bleiben. So richtig peinlich. Vielleicht habe ich das verdrängt. Also ich habe jetzt zum Beispiel nichts wie, keine Ahnung, mir ist beim Sport die Hose runtergerutscht oder so. Das, nö, konnte ich immer gut verhindern. Nee, also so, ich glaube, ich bin auch relativ schmerzfrei, was Peinlichkeiten angeht. Nicht wirklich, aber so insgesamt. Wie bereitest du dich auf Klausuren vor? Ja, schwierige Sache. Also ich finde Vorbereitung eigentlich ziemlich wichtig, bin aber selber nicht so der Typ, dass ich von vornherein wirklich anfange, eine ordentliche Mappe zu haben und immer die Sachen vor- und nachzubereiten. Also ich finde, das hilft theoretisch schon wirklich viel, sich zumindest jetzt bei meinen Seminaren, sich das Thema vorher und nachher nochmal anzugucken, Sachen direkt rauszuschreiben, zusammenzufassen. Also ich kann gut mit Zusammenfassungen arbeiten. Lernkärtchen finde ich immer gut, wenn man gerade etwas Sachen sind wie Formeln oder wenn man irgendwelche Definitionen auswendig lernen muss, sind Lernkarten immer gut, die kann man überall dabei haben in der Tasche und dann mal schnell wieder drauf gucken, wenn man Zeit hat. Ansonsten muss man sich echt bewusst werden, was musst du lernen, also den Inhalt, das Thema einfach, was sind Themen, die mit in der Klausur oder in der Prüfung vorkommen können. Und da den Überblick zu haben, damit man den
den Überblick, wie gesagt, nicht verliert nachher, damit man die Zeit teilen kann, wie viel brauchst du dafür, wie viel, ich weiß, das kann man einfach nicht ordentlich einordnen, zumindest ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, okay, diesen Tag lernst du das und dann lernst du das und dann lernst du das. Geht bei mir nicht. Ich muss halt frühzeitig anfangen. Das ist halt, wenn man wirklich nicht zum Vergessen lernen will, wie die meistens machen und wie ich auch leider finde, dass unser Studium das vorgibt, muss man echt gucken, dass man frühzeitig lernt. Dass man es im Kopf behält, dass man es nicht nur schnell reinpaukt und danach wieder raus und speichert leer. Ja, ansonsten hinsetzen, lernen. Das ist das, was man, also was anderes kann man nicht machen. Hinsetzen, lernen, wenn man es im Unterricht nicht verstanden hat, nachbereiten. Lerngruppen sind immer gut. Anderen Leuten das erklären müssen, ist auch eine gute Sache, abzustimmen, ob man es wirklich verstanden hat. Das sind so Sachen, glaube ich, die man ganz gut machen kann. Ja, was habe ich denn oben ausgelassen? Nebenjob habe ich, glaube ich, relativ gut erklärt gehabt. Das habe ich, wie gesagt, neben dem Abi her schon angefangen, habe es dann noch mit in mein Studium reingezogen. Mittlerweile geht das nicht mehr. Ich habe BAföG bekommen, bekomme das aber mittlerweile auch nicht mehr. Das heißt, es geht jetzt in Kredite über. Sprachen, Englisch. Hab Französisch ab der 7. Klasse gehabt, habe das dann nach der 10 abgewählt und bin auf Spanisch umgewechselt. Was, finde ich, für mich persönlich ein großer Fehler war, weil ich mir Französisch als auch Spanisch versaut habe. Ich kann keine von beiden Sprachen mehr. Verstehen ja, sprechen nein. Finde ich sehr schade. Ich finde auch, dass Französisch die schönere von beiden Sprachen ist, wo mir viele natürlich nicht zustimmen. Aber ja, das kommt vielleicht auch, wie gesagt, von den Frankreich-Urlauben. Vielleicht rührt das daher. Längste Beziehung, ja, ich bin meinen 22 Jahren. Ich habe noch nicht so viele hinter mir. Die längste war etwas über 3 Jahre, glaube ich. Ja. Ja, etwas über 3, die ist aber auch schon ein bisschen her. Die anderen waren so 1,5 Jahre. Ich denke, wenn man merkt, dass es nicht passt und wenn man sich nicht wenn man es sich nicht für länger vorstellen kann, dann hat das irgendwann auch keinen Sinn, da dran festzuhalten. Und wenn die Lebenseinstellungen irgendwie nicht übereinstimmen, dann hat das keinen Sinn, weil man weiß, es wird nicht auf Dauer unbedingt klappen. Und dann muss man halt, so schwer es dann auch ist, vielleicht irgendwie in dem Moment sagen, okay, das geht nicht mehr und es funktioniert so nicht mehr. Ich finde halt auch eine gewisse Zuverlässigkeit immer relativ wichtig. Und wenn ich Sachen frage, ich bin so ein Planungsmensch, ich muss Sachen abstimmen. Und dann, ja, wenn das dann nicht passt, komme ich heute nicht, komme ich morgen, das ist für mich immer ein bisschen schwierig. Und ja, so viel dazu. Habe ich irgendwas vergessen? Ach, wie war es, zu Hause auszuziehen? Ja, ich bin ja zu meinem Studium in meine Studienstadt gezogen. Und das war erst nicht geplant, aber haben wir dann doch so beschlossen. Und ich habe dann lange keine WG gefunden. Das war dann ganz kurz erst vor Semesterbeginn. Und hat dann aber alles Gott sei Dank noch gut geklappt. Und es war ein seichtes Ausziehen. Also es war wirklich ein langsames Ausziehen. Ich war am Anfang sehr viel noch zu Hause. Ich war dann nur die 3 Tage, die ich Uni hatte, wirklich auch in meiner Studienstadt und bin dann wieder nach Hause gefahren. Das heißt, ich war mehr in Osnabrück, als dass ich in meiner Studienstadt war. Das hat sich jetzt geändert. Ich bin natürlich zu meinem Bachelor jetzt wirklich wesentlich mehr hier. Gerade mit dem Sport hat man natürlich dann mehr Leute, die man wo man fester zusammen, also hat man eine engere Beziehung zu, als wenn ich mit meinen englischen Leuten oder so. Wenn die hier bleiben, dann bleibt man vielleicht auch mal eher hier. Ja, ansonsten war das Ausziehen an sich nicht wirklich schlimm. Also ich weiß, meine Mutter hatte da ein bisschen mehr Probleme mit, aber da es halt, wie gesagt, auch für sie so ein leichter Ausstieg war irgendwie, dass ich immer oft da war und so, ist das, glaube ich, eine einfache Sache gewesen. Also diese Kombination aus mal zu Hause und mal in der WG ist eine gute Option, um sanft auszuziehen, auch für die Eltern. Ja, es ist ein langes Video geworden oder 2, aber ich hoffe, ich habe viele von euren Fragen beantwortet. Sollte ich irgendwas grundlegend ausgelassen haben, dann könnt ihr gerne nochmal fragen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, euch
irgendwie informiert über mich und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!